Ducati sichert sich mit Fermin Alighieri die nächste heiße Aktie des MotoGP-Transfermarkts, gerät damit aber auch in ein gewaltiges Luxusproblem. Wir gehen in das zweite Rennwochenende der Saison 2024 und schon gibt es die ersten Fahrerverpflichtungen für 2025 im motorsportmagazin.com, Freunde und MotoGP-Freaks. Damit herzlich willkommen hier in Portimao am Donnerstag vor dem Rennwochenende. Ducati hat sich die Dienste von Fermin Alighieri gesichert, der dominierende Fahrer in den letzten Saisonrennen 2023 in der Moto2. Der unterschreibt den Vertrag, von dem wahrscheinlich alle Rookies in der MotoGP träumen. Er unterschreibt für vorerst 2 Jahre, 25 und 26 bei Ducati mit 2 weiteren Jahren Option. Also wirklich ein toller Vertrag für ihn. Er wird vorerst mal von Ducati im Kundenteam Pramac Racing geparkt. Das wurde in der ursprünglichen Presseaussendung so nicht offiziell kommuniziert, wurde aber heute vom neuen Ducati-Sportdirektor Mauro Grazilli offiziell bestätigt. Also die ersten 2 Jahre für Fermin Alighieri mal auf jeden Fall bei Pramac Racing. Auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, verstärkt aber auch ein bisschen die Zwickmühle, in der sich Ducati fahrertechnisch da befindet. Denn auch 2025 und darüber hinaus wird es wohl nur 4 Motorräder in der aktuellen Spezifikation geben. Und jetzt mit der Verpflichtung von Fermin Alighieri hat man bereits 50% dieser aktuellen Motorräder vergeben, denn mit Francesco Bagnaia wurde der Vertrag ja bereits verlängert. Somit gibt es nur noch einen freien Platz im Werksteam, einen freien Platz bei Pramac Racing. Und jetzt ist die große Frage, wer wird die bekommen? Eins ist wohl schon mal klar, Jorge Martin, für den wird 2024 die letzte Saison bei Pramac Racing sein. Er hat ja schon in der Vergangenheit mehrmals bestätigt, für ihn gibt es in Zukunft nur noch eine Option und die heißt Werksteam. Ob das nur Ducati ist, das wäre seine bevorzugte Option, oder ein anderes Team, das wird sich dann eben zeigen. Aber über Jorge Martin hinaus gibt es dann noch einige Fahrer im Ducati-Kader, die eben den Sprung ins Werksteam oder zumindest zu Pramac Racing machen wollen. Das ist natürlich auf der einen Seite Enea Bastianini, aktuell ja im Werksteam, dann eben wie gesagt Jorge Martin, dann gibt es aber auch noch einen Marc Marquez, dann gibt es noch einen Marco Bezzecchi, also viele, viele Fahrer, die da ein aktuelles Motorrad haben wollen und alle wird man nicht darauf setzen können, nur noch 2 Plätze sind frei. Das bedeutet eben auch, dass Ducati da wohl oder übel den einen oder anderen wirklich starken Fahrer, das ein oder andere große Talent, zwangsläufig ziehen lassen muss eben. Wer das dann ist, das werden die nächsten Monate entscheiden, da kommen auf jeden Fall schwierige Entscheidungen auf Ducati zu. Es gibt natürlich auch schon Interesse der Konkurrenz an gewissen Fahrern. Yamaha soll etwa mit Jorge Martin flirten, werden wir dann sehen, welche Transfers da wirklich passieren, aber auf jeden Fall schwierige, wenn auch, wie gesagt, Luxusproblem-Situation, in die sich Ducati da gebracht hat. Wenn Yamaha oder auch Honda den einen oder anderen Fahrer da von Ducati loseisen wollen, dann muss da auf jeden Fall eine Leistungssteigerung kommen, da muss man da auf jeden Fall auf technischer Ebene näher an die Konkurrenz von KTM, Aprilia und eben vor allem auch Ducati rankommen. Davon war in Katar noch wenig zu sehen, aber man muss den Japanern zugutehalten, sie lassen nichts unversucht und nutzen jetzt auch erstmals wirklich dieses neue Concessions-Reglement, das ihnen ja einige Freiheiten zugesteht, wirklich gut aus. Honda hat das schon in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche mit Luca Marini gemacht. Da hat man einen Privattest für den Neuzugang in Jerez eingeschoben, beziehungsweise hat ihn an die Seite von Testfahrer Stefan Bradl gepackt und somit ihm die Möglichkeit gegeben, das neue Motorrad ein bisschen besser kennenzulernen, denn der Saisonauftakt in Katar war für Luca Marini wirklich ein Debakel. Und bei Yamaha gibt es ganz ähnliche Pläne. Die werden hier am Montag noch einen Tag in Portimao bleiben und werden hier Testfahrten mit Fabio Quartararo und mit Alex Rins durchführen, wollen da auch neue Teile ausprobieren und wollen somit eben die Lücke zur Spitze schließen. Also wie gesagt, die neuen Concessions, die ja eben den japanischen Herstellern erlauben, auch mit den Stammfahrern private Testfahrten durchzuführen, die werden da schon mal wirklich gut genutzt. Dann gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten wie Motoren-Upgrades im Laufe der Saison, ein zusätzliches Aerodynamik-Upgrade und so weiter und so fort, die man dann eben nutzen kann. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie dieses neue Concessions-Reglement funktioniert, welche Freiheiten es da für die japanischen Hersteller gibt, dann möchte ich euch unsere neue Printausgabe ans Herz legen, MSM Nummer 95. Da gibt es einen ausführlichen Artikel, wie das alles funktioniert und natürlich noch viel, viel mehr Motorradsport, insgesamt über 30 Seiten. Also wenn ihr euch das Heft holen wollt, einfach unter die Videobeschreibung reinschauen. Da gibt es alle Infos, wie dazu kommt. Blicken wir auf dieses Wochenende. Beim Saisonauftakt in Katar haben wir ja schon mal eine erste Standortbestimmung erlebt, aber das Kräfteverhältnis könnte sich hier in Portimao einigermaßen ändern, denn Portimao, völlig andere Strecke als Katar, natürlich auch andere Bedingungen, Katar Nachtrennen, hier normaler Betrieb zur Tageszeit und wie gesagt, andere Strecke bedeutet auch andere Reifen, die Michelin herbringt, eine andere Konstruktion, auch das könnte das Kräfteverhältnis nochmal ändern und vor allem auch in Katar gab es 2 Tage Test vor dem Rennwochenende, das haben wir hier nicht, das verschiebt im Normalfall das Kräfteverhältnis auch immer mal wieder ein bisschen, meistens zum Nachteil von Rookies, in diesem Fall Pedro Acosta oder auch Fahrern, die eben einen Umstieg von einem Hersteller zum anderen gemacht haben, wie eben
Marc Marquez, die brauchen im Normalfall ein bisschen mehr Tracktime, um da eben richtig auf Touren zu kommen. Das gibt es eben hier im Vergleich zum Qatar Grand Prix nicht. Was positiv ist für die Rookies und für die Umsteiger und für alle, die ein bisschen mehr Zeit auf der Strecke brauchen, ist, dass die Wetterprognose im Vergleich zu heute für das Rennwochenende deutlich besser ausfällt. Ihr seht es hinter mir, graue Wolken, beginnt auch gerade wieder zu regnen. Wir haben heute teilweise wirklich starke Regenfälle erlebt. Das soll es im Laufe des Rennwochenendes nicht mehr geben. Nur noch Freitag leichte Regenwahrscheinlichkeit und dann Samstag, Sonntag soll es auf jeden Fall trocken bleiben hier. In den vergangenen Jahren haben wir hier in Portimao ja auch viele schwere Unfälle erlebt. Vor allem der schlimme Sturz von Paul Espargaró im Vorjahr ist uns sicher noch allen im Gedächtnis. Und die Streckenverantwortlichen hier in Portimao haben jetzt endlich reagiert, haben Änderungen in der Strecke vorgenommen. Im Wesentlichen wurde an den entscheidenden Zonen der Kies ausgetauscht. Der bisherige Kies war ja ein sehr grober, ein sehr harter, der dazu geführt hat, dass die Fahrer dann mehr über den Kies geschlittert sind bzw. darüber geschossen wurden, anstatt da wirklich abgebremst zu werden. Das soll mit dem neuen Kies besser sein. Man hat auch die asphaltierten Auslaufzonen hier etwas verringert, dafür die Kieszonen ausgeweitet. Auch das soll dafür sorgen, dass die Fahrer besser abgebremst werden. Und auch einige Airfences wurden hinzugefügt. Ein Mangel an diesen Airfences ist ja Paul Espargaró im Vorjahr zum Verhängnis geworden. Und dann gibt es noch ein paar Veränderungen an den Curbs in den Kurven 4, 8, 14 und 15. Da sind aber weniger Sicherheitsüberlegungen dahinter, sondern da geht es in erster Linie darum, dass man zu viele Track-Limit-Vergehen vermeiden will und somit eben weniger gestrichene Runden bzw. weniger Strafen im Rennen erleben will. Werden wir dann im Laufe des Rennwochenendes sehen, ob das dann tatsächlich auch so eintritt. Wenn ihr sehen wollt, wie sich das Rennwochenende hier entwickelt, wie das Kräfteverhältnis ausschaut und ob es tatsächlich auch dieses Mal ohne gröbere Zwischenfälle hier über die Bühne geht in Portimao, dann möchte ich euch dazu raten, unseren Kanal hier zu abonnieren, Motorsportmagazin Motorrad, und am besten auch gleich die Glocke zu läuten, denn dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos haben. Ist natürlich auch an diesem Rennwochenende wieder Samstag und Sonntag der Fall. Samstag die Analyse zum Sprint, Sonntag die Analyse zum Hauptrennen. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.